Bye. <laughs> Herzlich willkommen bei Raum für Notizen. Mein Name ist Madeleine Krakow und heute bei uns zu Gast der Startup-Experte Eido Schosswald. Schön, dass du heute da bist. Hallo. Hi. Und man muss dir dazu sagen, du bist junge, 23 Jahre alt und wirst schon als Experte bezeichnet. Von dir? Ja, aber das schon mal von mir. Aber auch in den Medien, was wir so mitbekommen haben. Wir wollen aber mal starten damit du bist ja nicht in Berlin geboren. Leider wohnst aber jetzt hier. Leider wohne ich jetzt hier. Nein, leider nicht in Berlin geboren. Wir sind Berliner Sender und deshalb sind wir aber froh, dass du jetzt in Berlin bist. Wo wohnst du denn in Berlin? In welchem Bezirk? Ich wohne in Prenzlberg. Zugezogen, Prenzlberg. Und du kommst aber eigentlich aus Schweinfurt. Richtig. Wann bist du denn nach Berlin gekommen? Vor gut zwei Jahren, jetzt final umgezogen mhm. und bin aber davor schon immer sehr, sehr viel in Berlin gewesen, weil ja die ganze startup szene in Berlin sich schon seit einigen Jahren eigentlich ne, auftut mhm. und deswegen hatte ich schon immer ziemlich viel Grund herzukommen. Und äh, Berlin Prenzlberg ist das auch der Ort, ähm, wo du dich jetzt so zu Hause fühlst? Sind da deine Lieblingsbars, Cafés, Restaurants, die du so gerne gehst? Ja, aber ich würde sagen, also ich meine unsere so Büros, gerade in Kreuzberg zum Beispiel. Und ähm, im Sommer dann irgendwie fahre ich einmal mit dem Rad quer durch die Stadt. Ja, einmal irgendwie durch Mitte oder Friedrichshain dann durch. Und ich habe ein Patenkind in Friedrichshain, da bin ich relativ häufig. Also eigentlich mag ich eigentlich alles, was Ostberlin ist und relativ zentral, ja. Ja, sehr schön. Dann kommen wir doch nochmal zurück. Ähm, deine Jugend oder auch Kindheit in Schweinfurt. Ähm, wie hat denn das begonnen, dass du überhaupt jetzt. Ähm, in dieser Branche tätig bist, dass du Startup-Unternehmer bist, Experte, wie ich ja gesagt habe. Wir fangen mal ganz früh an. Du bist ähm, ja eine Kulturmix, sage ich mal. Ähm, mhm. Deine Mutter ist Deutsche, dein Vater Türke. Mhm. Und ähm, dein Vater war auch schon früh Unternehmer, als er nach Deutschland kam. Stimmt, war er für ja. dich deshalb ein Vorbild vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, mein Vater war früher Schulrektor in der Türkei und ist nach Deutschland gekommen und hat sich hier eine ganz neue Existenz aufgebaut. Und ähm, das habe ich sozusagen von der Einzimmerwohnung an miterlebt und habe gesehen, wie er sich das hart erarbeitet hat und hart erkämpft hat. Und dann hat er am Anfang auch noch keine, ähm, keine Aufenthaltserlaubnis gehabt, keine, keine dauerhafte. Und das war nicht einfach, ja. Und dann zu sehen, dass er sich da unternehmerisch durchgeschlagen hat, hat mich auf jeden Fall geprägt. Ja, das, das stimmt, ja. Wie ging es denn dann für dich weiter? Wann hast du entschieden, selber auch diese Laufbahn zu machen? Ach, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war keine punktuelle Entscheidung. Ich glaube, ich habe das auf jeden Fall aufgesogen, als ich jünger war und habe dann eben in meiner Jugend ziemlich viel Sachen im Internet gemacht einfach und halt Kleinstadt. Das war dann logisch, dass ich mich irgendwo anders auslebe als jetzt nur auf dem Marktplatz in Schweinfurt. Ähm, und dann hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, so Internet und Unternehmertum in Kombination macht Sinn. Ja, da kann man wahnsinnig viele Dinge tun. Es gibt vor allem wahnsinnig viele andere Leute, die, die sich da äh, ausleben und verwirklichen. Und ich würde sagen, dann so rund ums ABI rum habe ich realisiert, okay, das ist die Richtung, in die du gehen willst. Ähm, dann hat es aber noch eine Weile gedauert, bis ich mich dann irgendwie in Berlin gefunden habe und ähm, so richtig verstanden habe, was ich tun möchte. Ja. Du wolltest, glaube ich, auch mal dann anfangen zu studieren, ähm, um den soliden Weg zu gehen, erstmal. Ja. Genau, was wäre denn das gewesen? Ja, ich habe auch angefangen zu studieren sogar. Ich habe ähm, angefangen, BWL zu studieren und äh, Computer Science, also Informatik. Mhm. Ähm, habe dann aber abgebrochen. Also, ich bin einfach nicht der Typ fürs Studium. Mhm. Ähm, zumindest nicht für das so strukturierte über, über Jahre hinweg. Ähm, und hatte auch einfach. Schon wahnsinnig viel im Kopf und zu tun. Und es ist mir dann auch nicht schwer gefallen. Ja. Ich habe also nicht abgebrochen und bin dann irgendwie im Nichts gelandet, sondern das ging eigentlich ganz normal weiter. Und deswegen fiel mir das auch nicht schwer als Entscheidung. Ja. Wie waren denn die ersten Schritte? Ähm zum jetzigen Zeitpunkt, wo du jetzt stehst. Wir kommen gleich noch mal genau auf ein Projekt, wo du ganz schwer beteiligt bist. Aber das genauso zu verknüpfen, wie du es gerade beschrieben hast, zwischen Internet und Unternehmen. Wie mhm. kam die Idee oder was waren die ersten Fußschritte dorthin für also, dich persönlich? Ich würde sagen, so diese beiden Welten miteinander zu verbinden, das ist dann tatsächlich an der Uni passiert, ja, weil wir haben an der Uni damals auch angefangen, einen Verein aufzubauen für Startups auf dem Campus ja, und haben dann, ähm, dann eine Konferenz veranstaltet, wo wir irgendwie ganz, ganz viele Ingenieure auch reingeholt haben und auch aus also fast 30 Ländern, glaube ich, hatten wir dann am Ende Studenten da, die sich irgendwie für, für Startups begeistert haben. Und das waren Designer, das waren irgendwelche, irgendwelche Informatiker, das waren BWLer. Und, ähm, wir fanden das damals wahnsinnig wichtig, weil wir saßen da irgendwie unter uns BWLern und das war relativ langweilig ja. und wir haben gesagt, gut, da muss man irgendwie, wir brauchen mal ein bisschen andere Einflüsse und ähm, ja, so in dem, in dem Rahmen dann, das waren so ähm, ein gutes Jahr, anderthalb Jahre, in dem wir das aufgebaut haben und da haben wir einfach wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die, die uns erstmal irgendwie inspiriert haben natürlich, aber die dann auch ziemlich schnell helfen konnten mit irgendwie Ratschlägen und dann hat es dann Glück gemacht, würde ich sagen. Und ähm, wir kommen halt nämlich dann gleich zu dem Projekt, in dem du jetzt steckst mhm. ähm, oder du bist eigentlich schon fast so deine eigene Firma, du hast elf Mitarbeiter unter Fast dir. so meine eigene Firma. <laughs> Und wenn man das so rund beschreiben kann, genau. Ähm, also es ging ziemlich steil bergauf, in, in, in auch seit dem Zeitpunkt, in dem du in Berlin bist. Ähm, ich gebe dir mal das Stichwort, am besten du erklärst es, nämlich ähm, Hi. Mhm. <laughs> ja, hi. Genau. Also, Hi ist eigentlich einfach ein Netzwerk aus Unternehmern auf der ganzen Welt. Und wir haben angefangen in Berlin vor zwei Jahren mit eben einer Konferenzserie. Und wir haben verschiedene Formate gemacht. Also, so, man kann sich so vorstellen, da kommen dann 150 Unternehmer zusammen unter sich. Und mit denen gehen wir dann hier in Berliner Galerien und in, irgendwie in den Fernsehturm und geben denen einfach eine sehr, sehr gute Zeit, die sie aber eben nutzen, um sich miteinander auszutauschen, voneinander zu lernen und eben. Miteinander all die Dinge zu teilen, die sie irgendwie voranbringen. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch ähm, so ziemlich klassische Konferenzen gemacht, ähm, eben damit irgendwie großer Bühne und Medien vor Ort, um eben den, den Unternehmern und den Startups die Aufmerksamkeit zu geben, die sie unserer Meinung nach verdienen. Ähm, und mittlerweile ist darum eben ein, ein sehr, sehr belastbares Netzwerk entstanden von ganz, ganz vielen Startups, ähm, vor allem aus Europa, aber eben auch zum Teil aus den USA die alle regelmäßig durch Berlin kommen, jetzt manchmal auch unseretwegen, und denen wir eben versuchen zu helfen, ganz, ganz viele sozusagen Wege und Ressourcen zu öffnen, also ihnen dabei zu helfen, zum Beispiel zur, zur Industrie Kontakt aufzubauen, damit sie in Sachen Produktion, in Sachen Distribution da Hilfe bekommen oder ihnen eben Kontakt zu Investoren herstellen oder ihnen Kontakt zu Medien herstellen. Und von daher ist Hyde durchaus mittlerweile so eine Plattform geworden, auf der sich eben die Startups austauschen untereinander, aber jetzt mittlerweile eben auch zum Beispiel die Industrie und so die etablierte deutsche Wirtschaft und europäische Wirtschaft kennenlernen können. Das heißt, es ist aber so wie das klingt, auch sehr branchenübergreifend, ne? Auf also, jeden Fall, ja. Und dafür brauchst du aber speziell oder ähm, die Firma auch ähm, ganz viele Kontakte in sämtliche. Einzelne Branchen, an große Unternehmen, die es die bereits seit Jahrzehnten in Deutschland gibt, als auch bis hin zum kleinen Studenten. Wie kriegt ihr das hin, so ein großes Netzwerk zusammenzubringen? Ja, das ist eine gute Frage. Also, das, das Ding an einem Netzwerk ist ja einfach, es muss für alle relevant sein und es muss allen was bringen. Das heißt, nur weil ich das irgendwie gern so hätte, kommen die Menschen da nicht zusammen und, und helfen sich. Sondern das funktioniert natürlich immer dann, wenn jemand was zu geben hat und dann kann er im Gegenzug auch was nehmen. Und das heißt, ganz, ganz viel basiert wirklich auf einem sehr, sehr simplen, ähm, so ich helfe dir, du hilfst mir. Und dann hilft halt der, der Berliner Startup-Unternehmer dem schwedischen Startup-Unternehmer. Und die beiden erklären dann wieder dem Mittelständler in Stuttgart, wie er dann irgendwie in Sachen Digitalisierung die nächsten Schritte gehen kann. Und sozusagen das wird dann rund, wenn du eine kritische Masse hast von Leuten, die eben alle verstanden haben, dass das ein, durchaus eine relevante Gruppe von Leuten für sie ist und man ihnen ein Umfeld bietet, in dem es halt Spaß macht, sich auszutauschen. Ja, also ich meine, unsere, unsere Veranstaltungen sind auch immer ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen aufregender als so diese klassischen Konferenzen, die man so kennt. Ja, und das ist halt auch wichtig. Also wenn du in so einem langweiligen Messeumfeld bist ja, und am Ende irgendwie fünf Businesskarten gesammelt hast, aber nicht weißt, was du anfangen sollst, ja, das, das, das hilft ja auch nicht. Deswegen, ähm, wir tun einfach ganz, ganz viel, ähm, um eben ein spannendes Umfeld zu schaffen, wo das, wo das dann funktioniert und wählen eben für unsere Veranstaltungen ähm, möglichst spannende Leute aus, die auch gerade eben auf der Suche sind nach Rat und auf der Suche sind nach Ressourcen, ähm, weil das ist natürlich auch wichtig. Ja. Du hast ja einen Geschäftspartner und zwar ist das der Hans Raffauf. Wie habt ihr euch denn äh, kennengelernt oder wie kam es zu der Zusammenarbeit? Der, den Hans, den habe ich kennengelernt. Den wollte ich mal ähm, damals auf dem Campus äh, holen für eine unserer Konferenzen. Ähm, und damals hat er mit einem Hardware-Startup in Berlin gearbeitet. Und ich wollte unbedingt, dass sie das Produkt bei uns vorstellen, weil ich das total spannend fand. Und ähm, ich, mich auch, also ich fand Hans einfach einen ziemlich coolen Typ da. Ja? Und äh, dann, ich den, dann sind wir in Kontakt geblieben. Und ähm, er hat mir ein bisschen geholfen am Anfang mit irgendwie Berlin verstehen und hier Leute kennenlernen. Und ich meinte Hans, wir müssen unbedingt was zusammen machen. Ja? Dann hat es ein paar Monate gedauert. Und das Ding bei uns ist ja, dass wir nicht nur high machen. Ne? Hans ist ein, ist ein Unternehmer, der hat ein eigenes Start-up hier äh, in Berlin mit seiner Freundin zusammen, witzigerweise. Und der ist natürlich an sich schon sehr, sehr beschäftigt. Ja, deswegen hat es eine Weile gedauert, bis wir ein, was gefunden haben, was wir zusammen machen können. Wir waren aber beide total begeisterte Netzwerker und haben uns total dafür interessiert, mit Berlin was zu machen und hier mit der Startup-Szene was zu machen in Berlin und, und da irgendwie unseren, ja, unseren Freunden um uns rumzuhelfen zu helfen und hier eine Plattform aufzubauen. Und dann ähm, ist das ähm, 2011, 2012 sind wir dann da uns einig geworden und dann ging es los. Ja. Und seitdem immer noch ein starkes Team zusammen. Ja, ich hoffe doch. Ich würde sagen, ja. <laughs> ja, sehr schön. Er hat dir ja Anfang, anfangs in Berlin geholfen. War das ähm, schwer, hier erstmal für dich persönlich ein Netzwerk zu finden, als auch neue Bekannte, neue Freunde? Es mm, ist immer schwer, Freunde zu finden. <laughs> nee, also ich, will, ähm, ich würde sagen, Berlin ist da schon eine sehr, sehr offenherzige Stadt. Auch jetzt wirklich von der Start-up-Szene aus gesehen. Das ist eben eine sehr, sehr junge Szene noch und es ist jetzt noch nicht so riesig wie im. Silicon Valley in den USA, wo man dann halt es ein bisschen schwerer hat und die Leute auch alle schon ein Ticken älter sind und es etablierter ist. Ich würde sagen, in Berlin kann man noch immer sehr, sehr schnell und sehr einfach reinkommen, wenn man halt sich so am Anfang ein paar Orte sucht, an denen man irgendwie Leute treffen kann. Also zum Beispiel, es gibt den Kreuzberg das Betterhaus, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. aber ist mittlerweile, glaube ich, relativ bekannt. Wo halt den ganzen Tag da so ein Café drin und drüber arbeiten die Leute in den Coworking Spaces. Wenn du da halt mal eine Woche, zwei Wochen verbringst, dann lernst du auf einen Schlag eben eine ganze Menge Leute aus der Szene kennen. Und so schlägt das dann halt irgendwie äh, seine Bahnen. Ja. Ähm, nee, also ich würde sagen, Berlin war da eigentlich äh, ganz gut zu mir. Ähm, aber war natürlich trotzdem hilfreich, äh, hier Leute zu kennen, die eben hier geboren sind und hier seit irgendwie zehn Jahren in der Szene unterwegs sind. Ähm, sonst wäre ich so schnell nicht reingekommen, das mhm. auf jeden Fall. Du hast gerade Silicon Valley angesprochen, du warst ja sogar selber vor Ort. Ähm, wie war das für dich? Wir kennen das ja nur aus dem Fernsehen, aus den Medien und man stellt sich das irgendwie ein bisschen absurd vor. Aber jetzt warst du vor Ort, erzähl doch mal, wie war das für dich? Oder warum warst du vor Ort? Warum euch? war ich vor Ort? Also wir sind sehr, sehr regelmäßig dort. Weil ähm, wir natürlich versuchen, europäischen Firmen dabei zu helfen, Kontakt aufzubauen zu Investoren dort. Ja, man kennt das ja, da sind Google und Facebook und LinkedIn und wie diese ganzen Giganten eben heißen. Und drumherum gibt es ja aber einfach ein sehr, sehr ausgeprägtes Netzwerk von, ähm, von, von Venture Capital Investoren ähm, und natürlich auch ganz, ganz vielen Dienstleistern und so weiter, die überhaupt äh, erst geholfen haben, diese riesigen Firmen aufzubauen. Und ähm, eben genau von diesen Investoren und von diesen ganzen helfenden Händen gibt es in Europa einfach noch zu wenige. Und deswegen haben wir sehr sehr früh angefangen zu versuchen, ähm, eben den europäischen Firmen, die ja trotzdem wachsen wollen, die trotzdem das Zeug dazu haben, eben da eine, eine Brücke zu bauen. Ähm, und das heißt, manchmal fliegen wir dann mit ein paar Startups rüber, die dann eben dort Leute treffen. Ähm, manchmal sind wir alleine dort und versuchen einfach Leute zu begeistern für die europäische Startup-Szene, für Berlin und einfach dafür zu werben, dass man eben hier in, in, in Firmen investiert oder sich mit den Firmen auseinandersetzt. Ähm, und ja, das ist eine, eine, eine total spannende Sache, ja, weil da, ähm, das ist natürlich das ist ein anderer Markt, das ist irgendwo auch eine andere Welt. Ja. Und es ist alles viel, viel größer und, und viel etablierter. Ähm, ansonsten ist es auch einfach Kalifornien und schön da. Also ich bin da auch gerne, wenn ich, wenn ich da hinfliegen darf. Ähm, und nee, macht, macht sehr viel Spaß. Und also mir persönlich macht es auch sehr, sehr viel Spaß, ähm, dass wir halt international arbeiten können. Mhm. Ja, und dass wir halt dann auch wiederum nicht nur in Berlin sind, sondern merken, dass Berlin so ein, so ein sehr, sehr wichtiger ähm, ja, so ein Dreh- und Angelpunkt eben ist in der internationalen Startup-Szene und digitalen Szene. Das empfindest du auch wirklich so, dass, dass wir schon auf einem hohen Niveau sind hier in Berlin? Ja, total. Mhm. Also es gibt in Europa ähm, noch London, die eben seit vor allem auch seit längeren Zeit eben sich als Startup-Hub, als, Start als Tech-Hub etabliert haben. Aber in London zahlst du halt mehr als das Dreifache, Vierfache an Miete zum Beispiel. Und das hat natürlich den, so das Wachstum der, der Startup-Szene in Berlin beflügelt in den letzten Jahren. Und es kommen jetzt nicht nur wegen der Startups, wahnsinnig viele junge und irgendwie kreative Leute her. Das heißt, Startup... Also ein Startup zu gründen in Berlin ist gerade einfach günstiger und einfacher ähm, als wahrscheinlich sonst wo in Europa. Ähm, und vor allem ist dann eben danach aufzubauen, das ist, ist nochmal einfacher. Ja, gegründet ist es so schnell, aber ne, dann sitzt du halt alleine in deiner Garage und das ist dann nicht das Ideal. Mhm. Ähm, und von daher, ähm, sagen, hat Berlin gerade nicht nur schon eine sehr, sehr gute Rolle, sondern auch noch weiterhin wahnsinnig gute... Chancen, eben ähm, nicht nur mit London mitzuhalten, sondern es auch zu überholen. Und das erkennen jetzt eben auch zum Beispiel Investoren aus, aus den USA, die sehen, da tut sich was, da entstehen immer mehr spannende Firmen, ähm, die so auch zum Beispiel gar nicht im Valley entstehen könnten, ähm, weil sie zum Beispiel total hier von dem, von dem wissenschaftlichen Netzwerk profitieren, von den was also auch immer von den Fraunhofer Instituten zum Beispiel. Oder eben von der Industrie hier profitieren, ja, von den ganzen Daxern, die wir eben hier haben, Automobilbranche, die ganzen Mittelständler. Und deswegen so Berlin in Kombination mit der, mit der klassischen deutschen Wirtschaft ist eine sehr, sehr spannende Kombination gerade. Mhm. Ähm, Gibt es denn da einen konkreten Unterschied noch zu Silicon Valley und Berlin? Also hast es jetzt schon ein bisschen beschrieben. Ähm, aber so. Wenn du dich entscheiden müsstest, eher Berlin oder eher Silicon Valley? Also ich sitze ja hier. Ja. <laughs> für mich auf jeden Fall Berlin. Ich finde es auch einfach spannender, an einem Ort zu sein, der eben noch im Aufbau und im Aufschwung ist, als an einem Ort, wo schon alles irgendwie für dich gemacht ist und bereit ist. Mhm. Ähm, aber ich sehe das nicht so als Entweder-Oder und ich sehe es auch nicht als Gegeneinander. Ja, also Berlin wird nicht das nächste Silicon Valley und es ist auch nicht irgendwie da, um das Silicon Valley zu ersetzen, sondern es sind einfach zwei Kontinente. Und wir brauchen in Europa eben auch eine Innovationskultur und auch eine Unternehmerkultur. Und dafür ähm, sozusagen spielt Berlin gerade einfach eine sehr wertvolle Rolle. Und ich hoffe eben, dass wir über die nächsten Jahre und Jahrzehnte in Sachen Volumen an Firmen und an Sachen Kultur drumherum dahin kommen, wo das Silicon Valley jetzt schon ist. Und momentan, ich genieße das, auch mal im Valley zu sein. Und wenn ich halt sage, ich mache was mit Startups, dann verstehen das die meisten Leute und ich werde nicht angeguckt wie <laughs> Duellien. Ja? Ähm, aber an sich ist es total spannend, gerade hier zu sein, das mit, mit, auch mit aufzubauen. Das ist echt faszinierend. Apropos Alien, jetzt äh, haben wir ja ein bisschen äh, über dich recherchiert und sind da äh, auf was Kleines gestoßen. Du hast schon, was kommt. Ja, ja. World of Warcraft, wollte ich leider noch mal kurz ansprechen, wenn wir schon auch bei Silicon Valley sind, man kommt an Google und Wikipedia nicht mehr vorbei. Das heißt, so das, das haben wir auch erfahren. Ja. Du warst in deiner Jugend ein fleißiger Profi-Zocker, vielleicht ja, ja. aber auch daher das Netzwerken, das du jetzt machst, weil das ist ja eine ganz große Community. Ja. Ähm, man redet dann zwar mehr auch mit den Spielfiguren <laughs> als mit den Menschen um sich herum, aber wie kam es denn dazu? Kein Kommentar. <laughs> ähm, nee, also das äh, war wirklich so. Ich meine, wir, wir waren damals einfach ein paar Freunde in Schweinfurt und haben halt gern gezockt. Und ähm, ich war aber schon immer so ein Typ, der die Sachen gerne ein bisschen kompetitiver betrieben hat und auch mal gern ein bisschen extremer. Und dann habe ich eben angefangen so Turniere zu spielen, da habe ich mir da gibt es Preisgelder, ist doch ganz nett, ein bisschen Taschengeld. Und dann habe ich aber halt langsam angefangen zu realisieren, Mensch, Alter, wenn du halt ein Preisgeld hier bekommst, dann schüttet das ja irgendjemand aus und anscheinend verdient er damit irgendwie Geld. Also da gibt es anscheinend eine, eine Wirtschaft drumherum und, und Unternehmen drumherum, die davon profitieren. Und dann habe ich angefangen, mich so langsam reinzudenken und verstanden, okay, da gibt es halt sowas wie Startups. Ja. Da war ich noch nicht so weit, dass ich verstanden habe, aha, das ist ein Startup, aber ich habe verstanden, da gibt es Unternehmer und äh, da kann man was man was aufbauen und vor allem, man kann das Internet benutzen als, als Mittel und als, als Werkzeug. Und das war für mich total spannend. Dann haben wir angefangen, drumherum herum Webseiten zu bauen und Communities aufzubauen. Und ich würde sagen, das war noch für mich viel, viel spannender als das, das Spielen selber. Das war für mich so das, so kommt man halt rein, wenn man irgendwie dann im Alter ist. Mhm. Ähm, aber es war schon, schon faszinierend. Wir sind dann auf die ganzen großen Turniere gefahren und irgendwie saßen dann halt auch irgendwie im, im Scheinwerferlicht ja. Ähm, und haben dann davor irgendwie ein paar tausend Leuten äh, gespielt. Das war schon witzig, ja. Das heißt schon äh, da früh deine Bühne äh, entdeckt, äh, ja. <laughs> wenn man das so bezeichnen kann. Wenn du das so bezeichnen willst. Ja. <laughs> ja. Ähm, wir kommen auch nochmal auf einen Punkt, den ich super interessant finde, und zwar bei ähm, auch einem ähm, äh, Social Network äh, haben wir gelesen, dass da steht, ähm, dass du Veganer bist. Mhm. Oh Gott, wo steht das denn? <laughs> stimmt das denn erstmal? Das stimmt, ja. Mhm. Warum hast du dich denn äh, dafür entschieden und seit wann wollen? Das ist eine gute Frage, also gute Frage, wie lange ich da schon bin. Ähm, ich bin mit sechs oder sieben Vegetarier geworden und dann ein paar Jahre später so in letzter Konsequenz sozusagen Veganer und das ursprünglich aus ganz einfachen so Tierschutzgründen. Ja. Ich fand das damals irgendwie nicht richtig und meinte, Mama, ich esse jetzt keine Wurst mehr. Und das ziehe ich halt bis heute durch. Ähm, natürlich dann über die Jahre kamen halt ein paar mehr Gründe dazu. Ich habe gesehen, das ist gut für meine Gesundheit. Und äh, es scheint auch ansonsten ähm, in Sachen, was auch immer, Nahrungsmitteleffizienz Sinn zu machen. Ähm, und ich bin durchaus ein überzeugter Veganer. Äh, würde es aber sagen, ich finde das eher locker. Und ähm, ja, ich koche immer ganz gerne vegan. Also eher Hobby, würde ich sagen mittlerweile. Mhm. Jetzt bisher ist das schon eine Weile, also mit 6, 7 Vegetarier, dann gewöhnt man sich ja auch schon daran. Aber wie erlebst du das denn jetzt gerade? in Berlin bietet da auch ja eine große Plattform, aber wenn du jetzt gerade in Amerika bist, wo das Thema Vegetarier und Veganer noch nicht so etabliert ist, wie erlebst du es da, ähm, dich da auch gesund zu ernähren? Also ja, wie erlebt man es in den USA, wenn man sich gesund ernähren will? Ähm, gute Frage. Ähm, ja, in San Francisco und in, in New York, also da, wo dann auch eben die großen so Technologie- und Medienfirmen sitzen, da geht das natürlich, ja, in große Metropolen, auch da habe ich das gefunden, was ich mir vorgestellt habe, ja. riesige Städte und da kriegst du alles, was du irgendwie suchst. Ähm, aber in Europa ist es auf jeden Fall so, dass Berlin da für mich super ist, ja. also ich, wie gesagt, ich komme aus Schweinfurt, irgendwie Provinzstadt, da wussten Leute früher nicht, was ein Vegetarier ist und äh, mittlerweile, glaube ich, weiß das in Mitte irgendwie zumindest jeder, ja und ich habe hier ein zwei Freunde, die auch äh, vegane Restaurants oder Cafés machen und das ist total schön für mich. Also das macht's Leben echt ein bisschen einfacher. Ja, ja sehr schön. Ähm, wir wollen noch mal darauf zurückkommen. Es klingt ja ähm, doch sehr anstrengend in dem Sinn, dass es ein hoher Zeitfaktor ist ähm, äh, dein Berufsleben sozusagen. Wenn du denn mal Freizeit hast ähm, oder kann man deine Beruf, Berufung schon auch als deine Freizeit bezeichnen? Ähm, wie verbringst du die denn? Ja, also erstmal würde ich sagen, ähm, ich, also ich empfinde vieles von den Sachen, die ich mache, gar nicht so als harte Arbeit. Das ist schon mal mein Glück, dass ich irgendwas mache, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ja. Und die letzten paar Jahre waren halt für uns auch eine, ich meine, das, das kennt jeder denn in der Startup-Szene, ist, man arbeitet halt auch gerne viel und es macht aber auch Spaß, man macht das ja nicht unfreiwillig. Ja. Ähm, aber ich, also ich nehme, ich habe auch gerne mal eine echte Freizeit, so also ist es jetzt nicht. Ja. Ähm, Nö, ich, äh, ich koche gerne, mache was mit Freunden, gehe auch gerne mal feiern. Ich habe ein Patenkind, mit dem ich versuche, ziemlich viel zu machen. Ich gehe gerne auf Konzerte. Ich würde äh, fast sagen, ich äh, bin da relativ durchschnittlich äh, so in Berlin. Mhm. Nichts Besonderes. Nichts <laughs> ja, aber Berlin bietet ja da die große Plattform an Bars stimmt, und Clubs und ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, ja, das ist mein Geheimtipp? <laughs> ein Geheimtipp? Ja, ich gehe halt echt viel auf Konzerte, weil ich freue mich immer, wenn, wenn irgendwelche Indie-Bands wieder auftauchen, äh, die ich halt früher total gefeiert habe mhm. ja, auf den Festivals und die irgendwie alle verschwunden sind. Ich weiß nicht warum. Ähm, da bin ich sehr dankbar für, dass Berlin so eine Konzertstadt ist. Ähm, ansonsten, es gibt eine tolle Shisha-Bar in der Danziger Straße, aber über die äh, sollte ich, glaube ich, hier nicht reden. Ähm, okay, dann kommen wir einfach weiter zu den Konzerten. Zum <laughs> ja. ähm, letztes Kon oder letzter Ort äh, von dem Konzert, an dem du warst. Äh, letztes Konzert war in der Kulturbrauerei Kaiser Chiefs. Ähm, Alex TV war auch da. Ja, ich habe euch gesehen, so. ja. habe <laughs> hab live gefilmt. Das überall, ja. war cool, war ein schönes Konzert. Also nicht mein Lieblingsset von den Jungs, aber ähm, hat mich an gute Zeiten erinnert. Das heißt, das ist auch so die Musikrichtung, die du gerne magst? Ja, also ich muss schon zugeben, ich bin so, ein, so ein, ich, ich vermisse Indie. Ja. Sag mir Bescheid, wenn es irgendwann zurückkommt, dann mhm. freue ich mich sehr. Jetzt ist ja einer deiner Eltern äh, hat türkische Wurzeln. Wie bist denn du da musikalisch verbunden oder vielleicht auch essenstechnisch? Ja, also gute Frage. Ähm, also mein, ich habe total viel ähm, türkische Kultur echt durch Essen und irgendwie Musik aufgesogen. Ähm, ich spreche ziemlich schlechtes Türkisch, muss ich zugeben. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, konnte ich aber leider als Kind sehr, sehr schwer lernen, weil mein Vater halt immer pendeln musste und ich konnte das nicht so richtig als Muttersprache lernen. Aber immer wenn er dann da war oder wenn wir irgendwie Verwandtschaft besucht haben, dann war es halt so, boah, es bricht über einen herein. Ja. Und die ähm, also türkische Küche ist ziemlich dankbar, auch als Veganer, weil es halt, gibt wahnsinnig viele Sachen mit, mit, mit allerlei Gemüse und ähm, wenn ich koche, koche ich auch irgendwie eher in türkisch. Ähm, was Musik jetzt angeht, mein Vater, ähm, jetzt mittlerweile in etwas höherem Alter, äh, schreibt jetzt Bücher und, und macht jetzt Musik und komponiert selber mit seinem Sass und ich finde das total schön. Ich freue mich immer, wenn ich äh, meine Eltern zu Hause besuche und dann sitzt er da irgendwie ganz klischeehaft unter seinen Aprikosenbäumen im Garten mit seinem <laughs> Sass ja, und spielt irgendwie seine Lieder. Ähm, nee, das ist, das ist total schön. Ist aber jetzt auch nichts, was ich im Alltag jetzt unbedingt höre, ja? da bin ich dann doch ein bisschen anders äh, kulturell sozialisiert. Mhm. Meinst du, das war für dich vielleicht sogar persönlich ein Vorteil hier in Berlin? Es gibt ja ganz viele türkische äh, Mitbürger hier, dass du gerade diesen Mix hast, weil du die eine als auch die andere Kultur verstehst, aber auch das Zusammenleben ist ja praktisch die perfekte Mischung sozusagen. Die perfekte Mischung. <laughs> ähm, ich genieße es total. Also ich mag das wirklich, dass es ähm, hier so eine sehr, sehr bunte, irgendwie kulturelle äh, Mixstadt ist und du eigentlich. In jedem Kiez irgendwie einen Türken, einen Araber, einen Libanesen, keine Ahnung, allerlei Leute findest und dann eben da, da drumherum die entsprechenden Restaurants und die entsprechenden Bars. Und wenn man das ein bisschen genießt und daran Spaß hat, dann ist das echt was, was Gutes. Und für mich ist es das. Also ich, ich versuche da was draus zu machen. Ähm, und hole sicherlich auch ein bisschen kulturell das nach, was ich jetzt irgendwie damals in der Provinz nicht <laughs> gehabt habe. Ja, das geht aber, glaube ich, den meisten in Berlin so. Ja. Man, man hat hier halt einfach viele Möglichkeiten man sollte sie nutzen. Ja. Ja, ist ja hier auch ein gutes Zusammenspiel eben. Ne? Man hat hier den Gemüsehändler und da irgendwie den deutschen Zeitschriftenverkäufer und das funktioniert super zusammen. Klar, ich, ja. also Badstraße Wedding, ja. ja, da gehe ich jeden Samstag immer schon einkaufen ja, und dann äh, wird für die ganze Bande gekocht, dass das äh, schön ist. Ja. Gibt es ein Lieblingsgericht, das du uns noch verraten kannst? Ähm, gefüllte Auberginen ist mein Lieblingsgericht. Ganz einfach. Auf Auberginen halbieren und dann Zwiebeln mit Paprika anrösten, <laughs> dann kommen die da rein in den Ofen äh, und dann ist das Ding auch schon fast fertig. Also mit ein paar Gewürzen versehen, aber ich liebe Auberginen und äh, mache total gerne so gefüllte Auberginen. Und alles, was irgendwie mit Auberginen zu tun hat, habe ich Auberginen schon erwähnt. Mag ich sehr <laughs> das ist eigentlich eine gute Werbung für auch noch ein nächstes Start-up. Ne? Ja, äh, Auberginen. Koch. Oder Auberginen an sich. die ich. Kamera, macht, macht Auberginen. <laughs> Sehr gut. Ja, jetzt hast du uns ganz schön äh, viel erzählt. Wir sind auf jeden Fall ein Stück schlauer, was äh, auch dieses Netzwerken untereinander angeht. Und ich äh, bin ganz froh, dass es da auf jeden Fall so einen Mittelpol gibt, der das alles irgendwie managt zusammen. Hier auch vor allem in Berlin. Wir tun unser Bestes. Ja, und ich sage Aido, vielen Dank, dass du heute hier warst uns äh, da ein bisschen aufgeklärt hat. Und äh, ich hoffe, dass sich ganz viele junge Start-Upper bei dir jetzt melden oder ja, bei euch. wir auch. Leute gründet, gründen. Genau. Das ist wichtig. Ja. Zack, Dankeschön und vielen Dank fürs Zuschauen bei Raum für Notizen.